Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Im letzten Part haben wir das große Labyrinth abgeschlossen und können jetzt zu Tabu gehen. Natürlich nicht ohne Cutscene, deswegen bin ich jetzt leise. Sonic, wo warst du? Der wollte schon wieder alle Kämpfer beseitigen und dann hat Sonic gedacht, nö, will ich nicht. Okay, wir können jetzt 6 Kämpfer für den Kampf gegen Tabu nehmen. Sonic werde ich nicht nehmen, übrigens. Meine 4, die man schon kennt, danach... wen nehme ich denn da? Fox und... Eiskram ist auf gar keinen Fall. Ja, Pokémon-Trainer. Ich hoffe übrigens, dass ich nicht alle 6 Charaktere brauchen werde, aber Tabu ist gar nicht mal so leicht. Und da hätte er mich schon fast rausgehauen damit. Und natürlich rutsche ich jetzt aus. Ist logisch. Ah oh, nein, 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 nicht rausfliegen. Boah. Die Attacke war auch Mist, also eigentlich haut er in jeder Attacke fast sofort raus. Vor allem die. Und da habe ich nicht korrekt ausgewichen. Bin ich nicht korrekt ausgewichen und schon bin ich raus. Aber das ist auch relativ gar nicht mal so leicht. Mal sehen, ob ich das beim ersten Versuch schaffe. Ich hoffe mal, aber ich glaube es nicht. Das ist auch ein guter Pilz, oder? Oh, das ist gar nicht gut. Aber ich habe einen Häschenanzug, das heißt, mir kann nichts passieren. Ja. Ich wollte ihn eigentlich nochmal treffen, aber es hat, wie man gesehen hat, nicht geklappt. Und ich bin doch relativ leise, weil das ist gar nicht mal so leicht. Boah. Dass der Schild da nicht kaputt gegangen ist, wundert mich. Oh, oh, nein, nein, nein. Ja. Das ist gar nicht gut. Was ist das übrigens für ein Hintergrund? Schaut euch den mal an. Der sieht voll krass aus. Oh, nein. Yay, ausgewichen. Hast du dir wohl so gedacht, wa? Penner. Ich bin ausgewichen. Unfair. Ich bin ausgewichen. Darauf bestehe ich jetzt. Bitte. Was genau habe ich da aufgenommen? Ach so. Macht er das schon wieder? Das hat ihm immerhin schön selber Schaden gemacht. Nein! Nicht die Attacke. Komm, nein! Okay. Das haut mich auch raus. Au. Eigentlich hätte ich gedacht, ich schaffe den besser, aber ich bin mir eigentlich noch ziemlich sicher, dass ich es schaffen werde. Eigentlich. Aber das müsste ja mal für eine Sekunde stehen bleiben. Oh, jetzt hör auf. Na, geht doch. Jetzt bleib stehen. Na bitte. Das war's mit dir, Tabu. Das tut mir jetzt überhaupt nicht leid. Here I come. Stage gemeistert. Ganz viel Geld. Und Katzin, ich bin leise.
Ich hörte Legenden von dieser Person, die einst feindliche Linien durchbrach, die einst für ihre Heimat kämpfte. Ich hörte Legenden von dieser Person, das sagtest du bereits, die durch die Lande zog und sie in Schutt und Asche legte. Wow. Ich hörte Legenden von dieser Person, ich wiederhole mich gerne. Ich hörte Legenden von... Hängt die CD oder so? Verehrt von vielen, aber auch ich verehre sie. Warum auch immer das in einer komischen Sprache steht. Gefürchtet von vielen, auch ich fürchte sie. Nun steht sie hier. An meiner Seite. Nun steht sie hier an meiner Seite. Ich wiederhole mich schon wieder. Nun bin ich von Freunden umgeben. Einige von ihnen waren einst Helden. Einige meiner erbittertsten Feinde. Nun, da wir uns im Kampfe gegenüberstehen, erstrahlt unser Ruhm heller als je zuvor. Diese Abschlussworte haben überhaupt nicht zum Spiel gepasst, aber was soll's? Staffkredite. Ja. Masahiro Sakurai. Yay! Yay, Cutscenes rechts am Rand. Das ist gut. Ja, ich könnte jetzt natürlich was zum Spiel sagen, aber das Let's Play ist natürlich noch nicht vorbei. Wir haben ja noch ein paar Modi. Zu einem die Mission, die werden auch noch mal ein paar Parts dauern. Und Classic-Modus und All-Star-Modus und... All-Star-Modus habe ich noch gar nicht freigeschaltet auf diesem Account. Dazu brauche ich noch die drei weiteren Charaktere, die wir auch noch holen werden. Auch noch in diesem Part übrigens, das ist das, was wir noch machen werden. Diese Charaktere, die man im Subraum im Demisier so nicht bekommt, noch freischalten. Dass man sie auch dort verwenden kann. Ja, das ist, was noch so kommt. Oh, Meta-Ridley ist ja schön. Aber das Spiel ist super, auf jeden Fall. Viele sagen, es wäre schlechter als Melee, weil es ist voll langsam und das Ausrutschen ist voll kacke, aber der Story-Modus war episch. Das muss man dazu sagen. Und ich habe Melee nie gespielt, vor allem Gründen deswegen nicht, weil ich mit dem GameCube-Controller überhaupt nicht klarkomme. Ich weiß nicht, warum die alle so abfallen, dass man kann Wii U mit GameCube spielen, das ist voll geil. Mir ist das scheißegal. Naja, was soll's, jedem das seine. Aber genug davon, ich glaube, wenn ich jetzt noch weiterrede, vermasse ich nur wieder die Credits. Deswegen würde ich sagen, es ist ein super Spiel, also war auf jeden Fall gut und ich glaube, Wii U wird doch wahrscheinlich nochmal besser. Wenn man das glaubt, was alle so sagen, ach, Player Smash und so weiter. Nur halt leider kein Story-Modus. Das ist eins, was schade ist. Jetzt bin ich aber leise und die Credits sind jetzt eh gleich vorbei, wenn man sich das Bild da so anguckt, oder? Nicht? Doch, vielleicht. Teilweise. Sora! Havok! Subrisers Original Games. Supervisors. Ganz schön viele. Fumita Shibaba. War es das mal gleich? Music. Special Thanks. Very Special Thanks, okay. Senior Supervisors, ja. Special Collaboration. Natürlich mit Sega, Konami, wegen Snake, Sonic und ja, die beiden eigentlich nur. Smashboss.com. Ja. Ende. Nee, noch nicht ganz. Da kommt noch was. Yay, speichern. Meistere den Abenteuermodus der Supra-Emissär. Spiele Sonic frei. Okay. Du hast eine Trophäe erhalten, uralter Minister. Das und das. Ganz schön viele CDs. Sonic ist dabei mutig genug für Loopings. Ein neuer Modus wurde freigeschaltet, wähle Bosskämpfe. Shadow wurde Helfer-Trophäen. Ja. Ganz schön viel Krams. Alles klar, ich mache jetzt einen Cut, weil ich muss jetzt mal gucken, wie man die drei überhaupt freigeschaltet im Supra-Emissär. Danach zeige ich euch, wo es diese drei Kämpfer, die mir noch fehlen, zu holen gibt. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und jetzt werde ich euch zeigen, wo diese drei Charaktere sind. Der erste ist hier im Wald. Nehme ich mir mal wieder meine vier Charaktere, auch wenn ich nicht alle vier brauchen werde, aber ist sehr egal. Es wird jetzt ziemlich viel Schneiderei kommen, nur hier werde ich noch nicht schneiden, weil der Charakter kommt ziemlich nah am Start. Ich ignoriere euch einfach mal alle, weil ihr seid mir scheißegal. Aber euch kann ich leider nicht ignorieren. Ja, das... Er ist eben gerade noch Tabu besiegt und jetzt ein Primiden scheitern. Das wäre es doch, oder? Ich finde das gut. Kusch. Und du noch. Da ist es auch schon. Ja, die Tür war vorher nicht da. Mit Toon Link. Den muss man jetzt hier bekämpfen, weil der ist aus irgendeinem Grund total aggro auf einen. Verstehe ich gar nicht. Ich habe ihm noch gar nichts getan. Aber es ist sein Problem, nicht meins. Das heißt, wenn er jetzt fertig ist mit Laden, irgendwann, dann kann man das wohl machen. Bitte? Jetzt wird ein normales Match geworfen. Warum habe ich denn nicht meine... Warum habe ich meine vier Leben nicht mehr? Das finde ich irgendwie ein bisschen unfair. Es kann übrigens sein, dass ich das jetzt total verkacke, weil ich weiß nicht, wie stark der eingestellt ist. Hauptsache, er hat eine Blume auf dem Kopf. Das macht ihm nämlich Schaden. So. Einfach Donnerspam und schon hat man es sofort geschafft. Das ist ja super. Ja. Und die Stage ist sofort gemeistert. Neuzugang den Kämpfern beigetreten, Toon Link. Der zweite Charakter befindet sich an dieser Stelle. Und ich nehme wieder meine Zeuge beim Wasserfall. Auch vielleicht, damit ich schnell durchkomme, weil der Charakter ist erst ziemlich spät in der Stage. Und deswegen werde ich jetzt kurz wieder steigen und dann sehen wir uns an der Stelle, wo der Charakter ist. Kurz nachdem man den bösen Diddy Kong besiegt hat, kommt dann auch diese Tür, die vorher nicht da war. Und hier haben wir... Pummeluff! Und jetzt muss ich nur noch Pummeluff besiegen. Ich hoffe, das wird kein allzu großes Problem sein. So, ansonsten habe ich ein Problem. Wer hätte es gedacht? So, Ladevorgang, bitte. Ich habe das Gefühl, das, was ich gerade aufnehme, besteht zu 99% aus Ladevorgängen, aber naja. Sollte auch eigentlich nicht so stark sein, weil ich... Oh, das ist gut. Komm, Kyogre, mach was. Mach was Gutes. Werf Pummeluff raus. Genau so muss das aussehen. Juhu. Und Stage gemeistert. Jetzt finden wir nur noch einen Charakter. Der letzte Charakter, der noch fehlt, befindet sich hier in den Ruinen. Und da werde ich auch wieder bis zu dem Punkt schneiden, wo der Charakter ist. Also bis gleich. Bei diesem Fahrstuhl, der gleich verschwindet... ist hier unten eine neue Tür mit dem letzten Charakter. Ist eigentlich nicht zu übersehen, mitten auf dem Weg. Und dieser Charakter ist niemand anderes als ein Wolf. Oder Wolf. Was euch lieber ist. Und jetzt muss ich diesen Wolf nur noch besiegen. Ja, mal sehen, wie das so wird. Nachdem mit dem Laden fertig ist natürlich, aber das könnt ihr ja... So, das ist erstmal ein guter Start. Ja! Halt die Klappe, du Arsch! Und lass dich einfach von meinen Attacken treffen und John bin ich schon zufrieden. Mehr will ich ja gar nicht von dir.
Das war auch gut. So kannst du weitermachen. Du machst das genau richtig, Wolf. Du weißt, wie es geht. Ja, das war falsch. Das ist falsch. Du musst das. Du darfst es auch nicht fangen. Du musst das immer in die Fresse kriegen. Genau so. Hast du gut gemacht. Brav. Und damit hätten wir dann alle Charaktere. Juhu. Im Kämpfen beigetreten, Wolf. Speichere ich das doch gleich nochmal ab. So sieht das vollständig aus. 94%, naja. Mehr als ich mir erhofft hatte. Spiel beenden, ja. Jetzt sollte ich auch gleich die Meldung kriegen, dass ich alle Charaktere habe. Spiele Tuning frei. Spiele alle Charaktere frei. Pumiof, Tuning und Wolf O'Donnell. Und Schiff Ahoy. Und Ostermodus. Und alle Kämpfer. Und du besitzt nun alle Online-Freundes-Icons. Wahnsinn, online geht nicht mal mehr. Okay, er ist der Ostermodus. Und das war's jetzt für den Part. Nächstes Mal geht's nur mit Klassisch oder Oyster oder Mission oder Stadion weiter. Wahrscheinlich mit Klassisch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.